Cool Savage, Rap Genius. Mit Sido und Samra. Wilde Mischung auf jeden Fall, ne? Sido Savage immer gut funktioniert. Mal gucken, wie ein Samra da noch mit reinkommt. 5 Minuten, Digga. Geil. Guten Abend. Der Finch, neuesten Digga. Erkenntnissen zufolge spitzt sich der Hackerfall um die Musiker Savas, Zamra und Sido dramatisch zu. Der Polizei ist es gelungen, handfeste Beweise gegen die drei Männer zu sammeln. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Okay. Mikrofoncheck, 1, 2, wer ist es? Nicht befristet, komm immer wieder wie last Christmas. Glaub mir, wer Rap-Bahnhof hier wärst, du Wichser, der bist. Geht am Boden, lasse dich Hoden gurgeln, bis du lispelst. Deshalb Flow so kosmisch, todestoxisch. Digga, Alter. Savage wieder, Bruder. Ja, und das ist halt so der Unterschied, ne? Wir haben gerade Bushido gehört und jetzt hört man das. Weißt du, was ich meine? Und ich habe bei Bushido zum Beispiel gesagt, ey, das ist so der alte Film, aber der funktioniert nicht mehr so gut. Und das hier ist auch der alte Film in Anführungsstrichen, aber das geht halt direkt rein, Digga, ne? Das float mies rein, Alter. Diese ganzen Dinger, ne? Wiste, diste, bin er diste, diste. Mikrofoncheck, 1, 2, wer ist es? Nicht befristet, komm immer wieder wie last Christmas. Glaub mir, wer Rap-Bahnhof hier wärst, du Wichser, der bist. Geht am Boden, lasse dich Hoden gurgeln, bis du lispelst. Deshalb Flow so kosmisch, todestoxisch. Hä? Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab null Plan, wie in Samra hier noch reinpasst, ja? Wobei, ey, wenn man sich überlegt, ich war damals auch voll gespannt, wie das Savage-Sido-Ding wird. Und es hat auch gut funktioniert, ne? Aber wenn ich das jetzt so höre, ich würde gar nicht einen Samra drauf sehen. Lasse dich Hoden gurgeln, bis du lispelst. Deshalb Flow so kosmisch, todestoxisch. Das hier ist mein Oval Office. Bauchkribbeln, wenn der Rücken entscheidet, wie ihr den Kuchen teilt. Rennt es monatliche Hörer zwischen 0 und 1 auf dem Weg. Wie kann man das auch schaffen, Digga, nach so vielen Jahren immer noch so einen Hunger zu haben? Also so rein vom Flow und vom Biss, vom Feuer so, ne? Klingt ein Savage hier, als rappt er seit 3 Jahren so, also jetzt nicht vom Skill-Level her, meine ich, aber so vom Hunger, weißt du, was ich meine? Der ist ja immer noch voll dabei, Digga. Entscheidet, wie ihr den Kuchen teilt, rennt es monatliche Hörer zwischen 0 und 1. Auf dem Weg zur Schule, Steig und ich auf Togolei. Heute läuft es grad, denn ich ging damals über Stockenstein. Trockenzeit, was die Esel bringt, ist keine hohe Kunst. Jede dieser Zeilen stellvertretend für den Doppelbums. Ich genieße MCs in den Lockdown ohne Lockerung, bis ihre Decke läuten wie ein Glockenturm. Denkst du, Trottel, mal vom Bett bis... Und Savage war auch nie einer, der die krassesten Lines, der hat schon manchmal nice Lines, aber er ist auch oft einer, ne? Er bringt auch oft so eine Bad Bars, aber er float halt sehr geil. Wie dieses mit Doppelwumms, hat er glaube ich gesagt, ne? Nehme MCs ihre Lebenslust, Konkurrenz wird aus dem Weg gebumst. Ihr seid schuld, das war nur Schäden muss. SAV, Dicker Nummer 1, Rap Genius. Nehme MCs ihre Lebenslust, Konkurrenz wird aus dem Weg gebumst. Ihr seid schuld, das war nur Schäden muss. SAV, Dicker Nummer 1, Rap Genius. Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen. Hey, Aaron, Dick, was ist denn, was ist das für ein Film, Bruder? Das ging komplett an mir vorbei, ne? Ich hab davon gar nichts mitbekommen. Hättet ihr mir das nicht gesagt, hätte ich jetzt vorher über Deutschland von Samra gehört. Gott sei Dank habt ihr mir das gesagt, Alter. Weil eigentlich war der Plan, von Samra Feuer über Deutschland sich zu geben. Weil das wurde mir im Discord vorgeschlagen. Ich dachte, Feuer über Deutschland, lull. So wie diese alten Live-Battles, die ich mir damals reingezogen habe als kleiner Pisser. Fand ich vom Titel interessant. Jetzt gibt's hier einfach so ein Sido-Savas-Ding noch, Alter. Was ist das? Das war nur Schäden muss. SAV, Dicker Nummer 1, Rap-Genius. Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Unglaublich, was abgeht, aber ich hab ihn hier. Samra, was ist los? Ja, nerv mal jetzt. Zeig, dass Samra wieder Mutterfick, Gold, Platin, Rap Awards, der Junge, der dich unterbricht. Draufgänger, hey, ich schieß mit Blei in die Brust. Bin der Grund, dass bald der nächste Rapper ausreißen muss. Wer mich Blutrache prägt und ich umsetzen zäh, wird es Zeit, dass wieder deutscher Rap ne Schutzweste trägt. Dieser Rohdiamant blüht wie Kirschblüten auf. Und SP wie Berlin wird zum Giftgrün V. V12 Sportmotor. Ja, okay. Kirschblüten auf und SP wie. Dieser, was für der Kirschblütenlauf? Ne Schutzweste trägt, dieser Rohdiamant blüht wie Kirschblüten auf und SP wie Berlin wird zum Giftgrün V. V12 Sportmotor radikal. Aber warum Giftgrünes V? Worauf bezieht sich das? Giftgrünes V? Erzählt mal. Ach, wegen Bushido V, Mann. Berlin, Digga. Das ist so ein so Bushido-Ding, oder was? Ach, wegen Giftgrünes B. Bushido. Wird es Zeit, dass wieder deutscher Rap ne Schutzweste trägt. Dieser Rohdiamant blüht wie Kirschblüten auf. Und SP wie Berlin wird zum Giftgrün V. V12
12 Sportmotor radikal. War das eine Antwort auf das? Wahrscheinlich nicht, oder? Das kam zufällig zeitnah, oder? Weil die Songs kamen ja jetzt recht zeitgleich, ne? Auf und SP wie Berlin wird zum Giftgrün V. V12 Sportmotor, radikale Stimmfarbe. Um gefickt zu werden, braucht die Noten keine Mitgliedskarte. Was für 48 Gesetze der Macht, wenn ich Schwänze wegen Samrusch Existenzängste hab. Meine Schmerzgrenze platzt, das ist ein radikaler Machtwechsel. Klein gehalten, aber hau den Nagel auf dein Sackdeckel. Ficke Rap frontal, achte nicht auf Wortwahl. Und die Platz, wenn drei Esse in dem Urus vorfahren. Nehme MCs ihre Lebens. Ich glaube, also die Stärken bei den zwei Parts hier, ne, sind komplett unterschiedlich. Savage nicht unbedingt textlich, übelste Flowbombe. Und Samra kommt natürlich textlich nicer um die Ecke. Das liegt aber einfach daran, dass, ne, bei dem, so wie es geflowt ist, Digga, juckt gar nicht, was Savage sagt, Alter. Das klingt einfach geil, ne? Toxische, was hat er gesagt? Toxische Art, docke de Bart, wie er es geflowt hat, ne? Mit Samra kannst du da natürlich weitaus besser folgen und dich die Art, wie er float, kann er da auch viel besser die Reime setzen. Ne? Also inhaltlich meine ich jetzt. Ne? Ding hatte auch eine krasse Reimsetzung, der Savage, aber da war der Inhalt ein bisschen Wayner, wenn es das Wort gibt. Sackdeckel. Ficke Rap frontal, achte nicht auf Wortwahl und die Platz, wenn drei Esse in dem Urus vorfahren. Nehme MCs ihre Lebenslust. Konkurrenz wird aus dem Weg gebumst. Ihr seid schuld, dass man euch haten muss. Samrusch, Sticker Nummer 1, Rap-Genius. Nehme MCs ihre Lebenslust. Ich bin gespannt, wie Sido gleich kommt. Ihr seid schuld, dass man euch haten muss. Samrusch, Sticker Nummer 1, Rap-Genius. Soeben wurde mir von der... Bei Sido bin ich jetzt echt gespannt. Sido kriegt mich meistens immer. Ich gehe davon aus, das wird mir ja noch am besten gefallen, der Sido-Part. Aber maybe werde ich auch eines Besseren belehrt. Aber Sido ist... Also so meistens, wenn es so um so Feature-Dinger geht... Ah, ist der Sido meistens für mich schon das Stärkste, einfach so von der Art. Aber mal gucken. Der Regie mitgeteilt, dass einer der Tatverdächtigen von den Ermittlern in Perleberg gefasst wurde. Es ist vorbei, ich hab mich freigemacht. Ich bin gereift mit der Zeit in einem Eichenfass. Decke alles, was mir bleibt, ist die Leidenschaft. Und dieses Feigenblatt über meinem Sack. Bin ich Gott, wenn ich dir Beine mach? Bin ich ein Gucker, wenn ich Scheine mach? Bin ich dein Vater, wenn ich dich leiden lass? Deine Freundin sagt, ich soll ihr Vater sein für eine Nacht. Ich hatte frei, kam vorbei, jetzt bist du eingeschnappt. Decke, mach mal keinen Scheiß. Wenn du so weitermachst, schick ich dich zur Feier. Ich glaube, bei Sido ist einfach die Sache... Das ist wahrscheinlich eine pure Geschmackssache, aber ich höre Sido halt immer am liebsten zu. Sido ist für mich das Schlechteste. Weiß nicht, also so rein vom Zuhören wollen, also was mir so am meisten das Gefühl gibt, also so zuzuhören, wo am meisten so meine Ohren aufgehen, ist meistens Sido. Und das ist hier auch wieder der Fall. Nicht, also nicht, weil es irgendwie jetzt flowlich mithalten kann mit einem Savage, also jetzt so rein von den Patterns und so, wie es gespittet ist, aber ich höre dem einfach gerne zu. Kam vorbei, jetzt bist du eingeschnappt. Decker, mach mal keinen Scheiß. Wenn du so weitermachst, schick ich dich zur Weihnacht in die Heimat, in dem Leichensack. Bescheiden sein hat mir keiner beigebracht. Ich bin reich, sag ein Preis, ich geb keinen Fuck. Guck mich an, ich bin immer noch wach. Und besser denn je, besser find ich mit ab. Dieses Haus hab ich gebaut, du bist immer nur Gast. Denn bei dir ist im Vordergrund, wen du hinter dir hast. Warte, auch nicht schlecht. Nehme MCs ihre Lebenslust. Konkurrenz wird aus dem Weg gebucht. Ja, aber Text war natürlich ein bisschen oberflächlich. Aber ich höre dem trotzdem gerne zu. Ich glaube, vom Sound ist Sido einfach mal jemand, der mir gut reinspielt. Nehme MCs ihre Lebenslust. Konkurrenz wird aus dem Weg gebumst. Ihr seid schuld, dass man euch haten muss. Siggy Smalls, Dicker, Nummer 1, Rap-Genius. Siggy Smalls, Alter. Nehme MCs ihre Lebenslust. Konkurrenz wird aus dem Weg gebumst. Ihr seid schuld, dass man euch haten muss. Siggy Smalls, Dicker, Nummer 1, Rap-Genius. Die Oma, Alter. Wer ist sie? Rap ist komplett an der... Kennt man sie? Ich kenne sie gar nicht. Also Finch kann ich natürlich. Aaron, wer ist sie? Macht. Savage, Sido und Samra haben die kompletten Medien übernommen. Und wir gehen heute raus auf die Straße und fragen erstmal bei den Leuten nach, was die eigentlich davon halten. Ey, Deutschrap hat jetzt einfach komplett die Medien übernommen. Wie findest denn du das? Ja, das finde ich gar nicht gut. Also ich finde es eigentlich ganz cool, weil ich liebe es einfach, in jeder Situation das zu hören. Und ich find's geil. Sehr, sehr geil, so, so ja. Krass. Samra Habibi, so krass, mein Herz. Oh. Hört ihr noch Radio? Jetzt. Also das Videokonzept habe ich nicht verstanden, Digga. Wo die Medien komplett übernommen wurden? Boah, nee, ist mir zu viel. Gar nicht mehr. Nee, also nur Deutschrap geht echt nicht. Leider, ich schaue gar kein Radio. Und ich. Also Video habe ich aber auch jetzt gar nicht gepeilt. Also auch der Anfang und dann diese Zwischenszene, ne, die werden gesucht und dann, keine Ahnung. Ich glaube, da hätte auch einfach das Musikvideo gereicht, oder? Ohne die Zwischenclips.
Schalte gar kein Radio ein. Hammer krass, alle drei Rapper mies stark und Deutschrap an die Macht ist King. Ist krank. Savas mit 13 das erste Mal gepumpt. Damals durch einen Cousin dazu gekommen, wird Zeit, dass die ältere Generation auch mal da dran kommt. Und Deutschrap ist halt nicht ganz so meins, tatsächlich. Sido wurde jetzt sogar inhaftiert. Was sagt denn ihr dazu? Sigi, alles Gute! Ich fühle dich, ich feiere dich! Sigi, free Sigi! Deutschrap? Ja, was halten Sie denn davon? Hören Sie das auch oder gar nicht? Lass den Opa in Ruhe, Digga. Ja, das ist mir ja nicht bekannt. Nee. Deutsch ja, aber Lepp nicht. Lepp, Alter. Neutrale Berichterstattung ist einfach nicht mehr. Ach, seitdem Samra, Bro. Sido und Savas die Medien übernommen haben, ist nur noch Deutschrap überall an der Macht. Lepp, Alter. Ja, okay. Also Videokonzept weird. Peile ich nicht, aber sonst auf jeden Fall mein Film. Boah, ich glaube, wenn ich jetzt einen Lieblingspart nennen müsste, dann wäre es, glaube ich, Savas. Einfach der vom Flow so. Mich in der Hinsicht irgendwie am meisten überzeugt. Fand Samra und Sido aber auch nice. Ne? Sido gefällt mir einfach immer vom Vibe, aber das war textlich ein bisschen oberflächlich, ne? Da hat Sido auf jeden Fall schon geilere Texte gehabt. Sido ist jetzt nie so ein technisch starker Rapper, aber der hat halt oft irgendwie, ich finde, der frischt oft so Songs auf mit so coolen Parts, die so in sich geschlossen sind, dass er so eine kleine Geschichte zu erzählen hat oder so. Das hat er jetzt hier nicht so gehabt, aber insgesamt trotzdem sehr rundes Ding. Ja, das, der Einstieg hat es halt direkt gemacht. Sido, Savas, Samra. Ich glaube, bei mir wäre Savas. Oh, zwischen Samra und Sido schwer. Also Savas kann ich ziemlich sicher für mich so auf die Eins packen, für meinen Geschmack. Ja, es ist schwer, Digga. Ich gönn beiden den zweiten. Ich gönn Sido und Samra den zweiten. Hab's euch auf jeden Fall in den Chat geballert. Falls ihr es noch nicht kennt, könnt ihr gerne mal auschecken. Ne? Der Videostil könnte aber wirklich von Aaron kommen. Ja, das Video habe ich nicht kapiert irgendwie. Auch irgendwie unnötig, ne? Das hat den Song jetzt nicht irgendwie aufgewertet oder das ganze Ding.